So, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft, auf allen Bildern drauf zu sein und auf allen Videos. Aber jetzt ziehe ich mich zurück. Gregor Gysi in Sonneberg. Gibst du mir mal dein Mikro, dass wir das tauschen? Ja, wollte es nur entwirren. Außerdem war es richtig, mir von Anfang an das Rote zu geben. Gut. Ich habe natürlich auch Stichworte für eine Rede. Damit Sie nicht denken, es kommt so einfach davon. Also ich glaube, dass wir es mit einer Vielzahl von Problemen zu tun haben. Und da es ja auch eine politische Veranstaltung, ein politisches Fest ist, muss ich dazu etwas sagen. Der Grottenfehler der 5 ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat der UNO 1990 bestand darin, dass sie nichts geändert haben, obwohl der Kalte Krieg zu Ende ging, obwohl die Systemaufteilung zu Ende ging und man sich hätte Gedanken machen müssen, wie man die UNO reformiert, welches neue Völkerrecht man schafft, das ja alles geboren und entstanden war im Kalten Krieg. Und dann hat der Westen die unangenehme Eigenschaft, also Menschen haben diese übrigens auch, dass wenn sie siegen, dass sie nicht aufhören können zu siegen. Ich sage das immer auch für ihre privaten Beziehungen. Wenn sie das dritte Mal gesiegt haben, machen sie es nicht ein viertes Mal, dann können sie auch zum Scheidungsanwalt gehen. Also man muss auch aufhören können zu siegen. Das gilt für menschliche Beziehungen genauso wie in der Politik. Die Bundesregierung konnte bei der Herstellung der deutschen Einheit nicht aufhören zu siegen. Wenn sie das gekonnt hätte, hätte sie 10 Sachen aus der DDR übernommen, den Rest abgeschafft, aber hätte gesagt, ja, die Polikliniken oder das flächendeckende Netz an Kindertagesstätten oder Nachmittagsbetreuung in Schulen und weiß ich was, das führen wir flächendeckend in ganz Deutschland ein. Das hätte erstens das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestärkt, aber zum Zweiten darf man nicht unterschätzen, hätten die Westdeutschen mit der Vereinigung ein anderes Erlebnis gehabt. Nämlich das Erlebnis, dass sich in diesen 10 Punkten durch das Hinzukommen des Ostens ihre Lebensqualität erhöht hat. So ein Erlebnis hatten sie nicht. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. Und das Ergebnis ist, dass sie heute denken, in den Osten steckst du nur Geld rein, kommt aber keins raus, dann nörgeln sie rum und wählen komisch. Naja, wenn du nur in Passau aufgewachsen bist, siehst du das halt so. Und ich muss dann immer durch die alten Bundesländer reisen und versuchen, Aufklärung zu treiben. Aber das Zweite war im Verhältnis des Westens zum Ostens, der Bruch des Völkerrechts begann mit dem Krieg gegen Serbien bzw. Jugoslawien. Das war völkerrechtswidrig. Und damals hat selbst der angetrunkene Jelzin gesagt, wenn ihr hier das Völkerrecht verletzt, gilt es auch für Russland nicht mehr. Das ist unterschätzt worden und hat sich dann bei der Krim gezeigt. Das heißt, wenn jetzt in den Zeitungen steht, die Krim ist die erste gewaltsame Territorialveränderung in Europa. Seit 1945 ist das Blödsinn. Die größte Territorialveränderung war natürlich der Zusammenfall der Sowjetunion, aber da kann man ja noch sagen, ohne Gewalt. Aber die Trennung Jugoslawiens, das war ein einzigartiger Gewaltakt. Und auch das Kosovo ist getrennt worden im Krieg. Das hat alles so begonnen. Man soll übrigens Putin nicht besser machen, als er ist. Also zum Beispiel sein Umgang mit Schwulen, viele andere Dinge kritisiere ich genauso. Aber dass wir uns von den USA wieder haben treiben lassen, Sanktionen der EU zu beschließen gegen Russland, ist eine Katastrophe. Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Hier hätten wir einen ganz anderen Weg gehen müssen. Das haben dann auch Frau Merkel und Herr Hollande gemerkt und haben dann Minsk organisiert, aber zu spät, nachdem die Sanktionen schon beschlossen waren. Und was immer wieder vergessen wird, es gibt im Alphabet nicht nur A, es gibt im Alphabet auch Z. Und wenn du den Schritt A gehst, musst du immer dir Gedanken machen, welche Folgeschritte eintreten. Zum Beispiel kann jetzt Putin die EU eben nicht leiden, weil die hat ja Sanktionen gegen ihn beschlossen. Also unterstützt dann dieser Frage Erdogan. Und wenn jetzt zum Beispiel Ungarn die EU verlassen wollte, würde er auch Ungarn dabei unterstützen. Weil ja sein Verhältnis zur EU durch die Sanktionen schon mal klar ist. Ich kenne übrigens mittelständische Unternehmen, die stehen kurz vor der Insolvenz, weil sie nichts mehr in Russland liefern dürfen und davon haben sie die ganze Zeit gelebt. Es ist absurd, was wir dort gemacht haben. All diese Dinge haben Folgen. Es gibt aber doch auch die Globalisierung der Wirtschaft. Wieder wurde nicht an B und C gedacht. Wenn die Wirtschaft so globalisiert wird, rückt auch die Menschheit zusammen. Wenn aber die Menschheit zusammenrückt, dann werden die Probleme anderer Erdteile auch unsere Probleme.
Es gibt auch technische Revolutionen. Und auch die Linken überlegen sich immer zu wenig, welche Veränderungen es mit technischen Revolutionen gibt. Ich nehme mal einen Punkt aus der Geschichte und einen aus der Gegenwart. Also in den 20er Jahren gab es ja noch keine Überweisung auf Konten. Dann wurde die Überweisung erfunden. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Früher mussten alle Arbeitslosen, alle, die Sozialleistungen beziehen, in Schlangen anstehen an den Ämtern, einmal die Woche, um sich ihr Geld zu holen. Durch die Überweisung ist alles anonym geworden. Du siehst sie nicht mehr. Das ist eine gesellschaftspolitische Veränderung. Jetzt haben wir auch eine Veränderung. Machen wir uns doch nichts vor. Wir haben in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Durch das Handy wissen sie es nun. Und stellen komische Fragen an uns, auf die wir keine Antworten haben. So einfach ist es. Und entweder wir beginnen ernsthaft die Probleme zu lösen oder sie werden uns überwältigen. Warum ist bei den Flüchtlingen die AfD die völlig falsche Antwort? Also erstens hatten wir schon mal ein bestimmtes zivilisatorisches Niveau erreicht. Dazu gehört, dass man Menschen nach ihrem Charakter beurteilt, aber nicht nach ihrem Glauben und nicht nach ihrer Nationalität. Das ist ganz einfach. Und einen Türken mit miesem Charakter kann ich nicht leiden, aber einen Deutschen mit miesem Charakter kann ich auch nicht leiden. Und einen Türken mit gutem Charakter mag ich und einen Deutschen mit gutem Charakter mag ich auch. Ich finde, der eigentliche Maßstab ist nicht noch anfassen, ausbrennen lassen. Bier übrigens hilft dagegen. Schnaps natürlich nicht. Also, ich will nur sagen, diese veränderten Umstände sind alle nicht beachtet worden. Und dann gibt es immer irgendeinen Anlass, wo es losgeht. Nun sagt ja die AfD nicht nur mit leicht rassistischen und ausländerfeindlichen Tönen und bedient so ein Heimatgefühl und so weiter, was natürlich bei Menschen ankommt. Sie hat noch eine andere Eigenschaft. Man kann seinen Protest am besten durch die Wahl der AfD zum Ausdruck bringen, weil sich alle darüber aufregen. Das waren mal wir. Haben sich alle aufgeregt, wenn wir gewählt wurden. Aber wenn wir nun in Thüringen einen Ministerpräsidenten stellen, wenn wir in der Regierung von Brandenburg sind, wenn wir bereit sind, in die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu gehen, dann sind wir natürlich nicht mehr die Protestpartei. Egal wie viel wir protestieren. Es ist einfach nicht mehr unser Ruf. Wir gelten teilweise als etabliert. Das aber bedeutet, dass wir uns neue Wählerinnen und Wähler erschließen müssen. Und dass wir insbesondere ein neues Verhältnis zur Jugend benötigen. Sie ist unsere Zukunft und nichts anderes. Aber ganz davon abgesehen, nehmen wir doch mal an, was die AfD vorschlägt. Ich gehe mal noch weg von den Flüchtlingen. Zum Beispiel schlägt sie Sachen vor, die, und ich bin davon überzeugt, diejenigen, die sie wählen, wissen das gar nicht. Zum Beispiel ist die AfD dafür, dass es nur einen Einkommensteuersatz gibt. Das heißt, sie ist dafür, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und die Lidl-Kassiererin den gleichen Steuersatz auf ihr Einkommen bezahlen. Das ist absurd. So sind die gestrickt. Sie lehnen jede Erbschaftssteuer auch bei großen Erbschaften ab. Sie lehnen jede Vermögensteuer auch bei großen Vermögen ab. Sie wollen die Renten noch mehr kürzen, als sie jetzt gekürzt sind. Und auch Hartz IV und Sozialleistungen. Und dann gibt es arme Leute, die wählen sie, die wissen überhaupt nicht, was sie da wählen. Und Rechte machen alles, was sie ankündigen, wenn sie denn je die Chance dazu bekommen. Auch das darf man nicht vergessen. Aber nun zu den Flüchtlingen. Da schlagen sie ja vor, eine Mauer zu bauen. Also mal angenommen, wir bauen eine Mauer um die EU. Wobei ich gar nicht genau weiß, wie man so eine Mauer im Mittelmeer baut. Aber ich lasse das mal weg. Also da steht eine hohe Mauer. Was passiert dann? Abgesehen davon, dass wir in Deutschland besondere Erfahrungen mit Mauern haben. Das lasse ich mal weg. Es passiert Folgendes, wir haben eine Pause. In der Pause wirst du unfähig, die Probleme, die dahinter stehen, zu lösen. Und ich sage Ihnen, nach weniger als 2 Jahren wird die Mauer gestürmt durch Millionen. Und dann entsteht, selbst wenn Frau Storch ein bisschen Schießbefehl hat, hältst du das alles nicht auf. Dann entsteht eine unbeherrschbare Situation, die niemand wollen kann. Deshalb gibt es nur einen Weg, wenn wir die Flüchtlingszahlen reduzieren wollen. Wir müssen die Ursachen der Flucht so schnell wie möglich und auch so radikal wie möglich erkennen, bekämpfen und abstellen.
nenne Ihnen drei Sachen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Flüchtlinge aus Syrien. In Syrien gibt es seit langer Zeit einen Krieg. Übrigens völkerrechtswidrig. Aber davon mal abgesehen, gibt es Staaten mit höchst unterschiedlichen Interessen. Die USA führen den Krieg, weil sie den Islamischen Staat beseitigen wollen. Er ist nämlich das Ergebnis ihres Irakkrieges. Und sie können nicht zulassen, dass die schlimmste terroristische Organisation dank ihres Krieges entsteht und bleibt. Also müssen sie die beseitigen. Und dann wollen sie Assad loswerden. Das Zweite. Saudi-Arabien will auch Assad loswerden, schweigt aber dazu, dass ihre Finanzoberschicht den Islamischen Staat bezahlt. Die Türkei will auch Assad loswerden, bekämpft inzwischen auch ein bisschen den Islamischen Staat, nachdem er jahrelang unterstützt worden ist. Wie wir ja vom BND wissen, unterstützen sie ja auch andere sozusagen wirklich radikale und terroristische Organisationen. Aber in erster Linie bekämpfen sie die Kurden und Kurden in Syrien. Das sind aber diejenigen, die den Bodenkampf gegen den Islamischen Staat führen. Die bombardieren sie und beschießen sie, damit kein kurdisches Autonomiegebiet entsteht. Ist doch nicht hinnehmbar. Und unsere Regierung schweigt dazu. Das finde ich unerträglich, um es auch klar zu sagen. Und die Türkei macht ja noch andere Sachen. Also sie verbietet die größte Oppositionszeitung. Sie schmeißt über 100 Leute aus dem Parlament. Sie verfolgt auch die Kurdinnen und Kurden im eigenen Land und so weiter und so weiter. Und der macht also auf einen Putschversuch, von wem der nun auch immer ausgegangen sein mag, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Aber wie dem auch sei, reagiert er mit einem Gegenputsch. Woher wusste der eigentlich schon 24 Stunden später, welche 3000 Staatsanwälte und Richter daran beteiligt waren? Also so als Anwalt wäre ich dann immer nachdenklich, kann ich nur sagen. Das ist alles unerträglich, was da passiert. Und die Regierung schweigt. Sie schweigt deshalb, weil sie glaubt, die Flüchtlingsfrage über das schwächste Euroland, nämlich Griechenland, und den unzuverlässigen Erdogan lösen zu können. Das ist absurd. Die Vorstellung ist absurd. Das kann auch gar nicht gut gehen. Und dann lässt sie sich eben erpressen. Und man wird in Menschenrechtsfragen völlig unglaubwürdig, wenn du sie nur rügst, wenn es dir politisch passt, und dazu schweigst, wenn es dir politisch eben nicht passt. Und genau das geht nicht. Sie können nicht Putin kritisieren und die anderen derart verschonen. Das ist unerträglich, kann ich nur sagen. Aber es gibt ja nicht nur die Türkei. Dann gibt es noch den Iran. Der Iran möchte wiederum Assad stärken. Dann gibt es noch Russland. Russland will auch Assad stärken. Russland kämpft auch gegen den Islamischen Staat, aber nicht nur gegen den Islamischen Staat, auch noch gegen andere. Was machen? Wie soll in einer solchen Situation Frieden entstehen? Eigentlich undenkbar. Es gibt einen einzigen Weg. Es muss einen Kompromiss geben zwischen den USA und Russland. Und wenn sie einen Kompromiss gefunden haben, müssen sie den durchsetzen, auch gegen den Willen Saudi-Arabiens, des Iran, der Türkei etc. Anders geht es nicht. Und unsere Regierung muss dafür Druck aufbauen. Und auch beide Regierungen, dazu brauchst du allerdings gute Beziehungen auch zur russischen Regierung, wenn du dann Druck diesbezüglich aufbauen willst. Und genau das fehlt mir. Dann wären wir eine Fluchtursache los. Dann sage ich Ihnen noch zwei Zahlen, die interessant sind. Jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen in etwa. Davon 18 Millionen an Hunger und 12,5 Millionen an behebbaren Umweltschäden. Die sind überflüssig. Das sind über 30 Millionen von 70. Die anderen sterben, Anführungsstriche, Normalausführungsstriche, also an Alter und Krankheit. Und das Interessante bei den Hungertoten besteht darin, dass wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Ich nenne Ihnen zwei Ursachen, die sofort beseitigt werden können. Die EU exportiert extrem billig Lebensmittel nach Afrika, sodass die EU-Lebensmittel in Afrika immer billiger sind als die afrikanischen Lebensmittel. Das Ergebnis ist, dass dort keine eigene Landwirtschaft entstehen kann. Und genau das geht nicht mehr. Das muss unverzüglich eingestellt werden. Und das hätte Frau Merkel jetzt schon 18 Mal sagen und beginnen müssen, es umzusetzen. Und das Zweite ist, dass die Landwirtschaftskonzerne das Saatgut genmanipulieren. Dadurch vervielfältigt es sich nicht, damit es die Bäuerinnen und Bauern jedes Jahr wieder neu kaufen müssen, was sie sich nicht leisten können. Also muss man diese Art der Genmanipulation verbieten. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir die Ursachen für die Flucht nicht beseitigen, wird die Situation unbeherrschbar. Und wir haben jetzt schon eine Rechtsentwicklung in den USA, wir haben eine Rechtsentwicklung in Frankreich, in Ungarn, in Polen und auch in Deutschland mit der AfD, und wir können nicht zulassen, dass dieser ganze Kontinent nach rechts geht. Das wäre ja unerträglich.
Die EU ist einer schweren Krise und gefährdet. Der Brexit ist ein Zeichen dafür, aber nicht nur der Brexit. Es ist ja, Sie haben ja erlebt, im September letzten Jahres bat ja die Bundesregierung darum, dass es EU-Flüchtlingsquoten gibt, weil es zu viel wurde in Deutschland. Und dann haben Sie die Gesichter der anderen gesehen, wie die mit großer Freude uns den dicken Daumen gezeigt haben und Nein gesagt haben. Wissen Sie auch warum? Weil natürlich alle vergessen haben. Ein Jahr zuvor haben die italienische und die griechische Regierung EU-Flüchtlingsquoten vorgeschlagen. Und wer hat Nein gesagt? Die Bundesregierung. Das ist immer, wenn du in dem Moment denkst, du kriegst ja mehr Flüchtlinge, dann sagst du dazu Nein und wenn du es brauchst, kriegst du es nicht mehr. Der größte Fehler von Merkel, Gabriel und Schäuble bestand in der Aufkündigung der Solidarität mit Griechenland. Und zwar deshalb, weil alle kleinen Länder der EU sich gesagt haben, aha, so wird man behandelt, wenn es einem schlecht geht. Das ist ihre Haltung dazu und seitdem ist die Solidarität tot in der EU. Und ich sage Ihnen auch, wann sie mausetot ist. Wenn Frankreich im März nächsten Jahres wirklich Frau Le Pen zur Präsidentin wählt, dann macht die einen Volksentscheid, dann wird es eine Mehrheit gegen die EU gehen und wenn Frankreich die Europäische Union verlässt, ist sie tot. Nun sage ich Folgendes. Die EU ist undemokratisch, sie ist unsozial, sie ist ökologisch nicht nachhaltig, sie ist intransparent, Stichwort TTIP, man erfährt ja nichts, und sie ist bürokratisch. So, nachdem ich das alles sage, würde die AfD sagen, und deshalb weg damit. Nun muss ich es komplizierter machen und danach sagen, wir müssen sie retten. Warum? Nachdem ich sie so kritisiert habe. Es gibt drei Gründe. Erstens sollte man nie eine Entwicklung zurück antreten. Wir haben uns jetzt internationalisiert und sollten nicht zum alten Nationalstaat zurückkehren. Es gibt vier Gründe, Entschuldigung. Zum alten Nationalstaat zurückkehren. Ich will übrigens auch nicht den Pickelhaubenstaat wieder haben. Sondern ich finde gerade für die Jugend, dass sie gut Englisch spricht, dass sie internationaler aufwächst, dass sie europäischer aufwächst, ist doch ein großer Fortschritt, wenn ich an meine Generation denke und wir sollten das der Jugend auch in jeder Hinsicht können. Das ist aber nur das eine. Das zweite ist, dass wir ja wirklich eine Weltwirtschaft haben. Was glauben Sie denn, welche Rolle die alten Nationalstaaten ohne die Europäische Union in der Weltwirtschaft spielen? Auch Deutschland. Was glauben Sie, welche Rolle wir gegenüber den USA, China und Japan einnehmen? Das können Sie vergessen. Erst recht bei Ländern wie Luxemburg, Italien, Portugal, Spanien etc. Aber auch Deutschland. Kommt aber noch was hinzu. Wir haben eine zunehmende, wenn auch schlecht organisierte Weltpolitik. Auch politisch im Nahen Osten oder sonst wo spielen wir doch nur eine Rolle als EU, nicht die einzelne Nationalstaat. Und jetzt kommt der vierte Grund. Der ist für mich der entscheidende. Es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union. Noch nie. Aber solange sie keine Mitgliedsländer der Europäischen Union waren, haben diese Kriege die gesamte europäische Geschichte gekennzeichnet, bis einschließlich zur Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist der große Fortschritt der EU. Sie verhindert sonst nirgendwo Kriege, aber Mitgliedsländer haben noch nie einen Krieg gegeneinander geführt. Und schon deshalb muss sie gerettet werden. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass wir einen energischen Kampf dafür führen müssen, dass die EU endlich demokratischer, sozial gerechter, ökologisch nachhaltiger, transparenter und unbürokratischer wird. Das ist die Aufgabe der Linken in Europa. So, noch der letzte Satz übrigens zu den Flüchtlingen. Frau Merkel hat ja gesagt, wir schaffen das. Jetzt lacht immer der ganze Saal, wenn man mal sagt, wir schaffen das. Und man sagt, das meint, ja, das ist jetzt ein geflügeltes Wort geworden. Mein Problem ist nicht der Satz, mein Problem ist, dass sie es nicht meinte. Sie meinten, ihr schafft das, nicht wir. Sonst hätte sie wesentlich mehr Geld allen Kommunen zur Verfügung stellen müssen. Das geht nicht. Und was auch nicht geht, ist, dass die Landesregierung Geld einbehalten. Und man hätte noch was machen müssen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. Ich hätte mir sofort überlegt, welche fair bezahlten Jobs ich den Armen in der Gesellschaft anbieten kann im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. Dann wäre die nämlich ein Gewinn gewesen. Und das Irre ist doch, dass die AfD den Armen erklärt, dass wenn es mehr Arme geht, sie immer weniger kriegen. Ich habe eine Hartz-IV-Empfängerin gefragt, hatten sie mehr, bevor die Flüchtlinge kamen? Sagt sie nein. Sag ich, haben sie jetzt weniger? Sagt sie auch nein. Das ist eine abstrakte Angst. In Kreuzberg wohnen viele Menschen muslimischen Glaubens. Da wird nicht rechtspopulistisch oder rechtsextrem gewählt, sondern dort, wo es sie nicht gibt, wenn man sie nicht kennt. Dann habe ich mit einem Chefredakteur vom Fernsehen gesprochen, habe gesagt, ich
sehe bei euch immer nur zwei Araber. Der eine ruft so laut nach Allah, dass mir auch ganz komisch wird, und der andere sprengt sich gerade in die Luft. Aber die Millionen, die ganz friedlich arbeiten und beten und so weiter, die kriege ich nie zu sehen. Und da sagt er, naja, das ist ja keine Nachricht. Aber das müssen wir machen in Dokumentarfilmen, Bildung und so weiter. Das ist unsere Aufgabe, die abstrakten Ängste abzubauen. Und das Problem an der Regierung ist folgendes. Die Merkel macht doch jetzt schon das, was die AfD will. Wir haben doch die Grenzen schon halb geschlossen. Es werden immer mehr abgeschoben und so weiter und so weiter. Aber sie hat einen anderen Ruf. Das ist entscheidend. Es kommt ja nicht darauf an, was du machst, sondern was die Leute denken, was du machst. Ne? Aber es gibt noch was. Die Regierung ist zerstritten. Zwischen CSU, SPD und CDU, gerade in dieser Frage. Und nicht nur in dieser Frage. Und sie ist überfordert. Und ich habe eins festgestellt. Du kannst eine gute Oppositionspolitik entwickeln gegen eine Politik, die du als falsch empfindest. Es ist aber sehr schwer, eine Oppositionspolitik gegen Überforderung zu machen. Was willst du da sagen? Kannst du bloß sagen, ich wäre nicht überfordert, und das glaubt dir keiner. Oder vielleicht glaubt es einer, aber mehr nicht. Mit anderen Worten, das ist inzwischen eine ganz große Herausforderung auch für uns geworden. Also, ich sage noch einmal, wir müssen Hunger, Not, Armut, Kriege und Bürgerkriege bekämpfen. Wir müssen einfach wissen, wenn wir die Probleme in Afrika nicht lösen, kommen sie zu uns. Täglich mehr. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir sie anpacken. Und das heißt, wir müssen auch die sogenannte Entwicklungshilfe ändern. Da muss es wirklich um Entwicklung gehen. Wobei ich Ihnen sagen muss, seit Jahren höre ich oft den Satz, wenn ich irgendwo spreche, ja, die sind ja ganz in Ordnung, aber in einer falschen Partei. Dann sage ich mal, welches ist die richtige Partei? Dann sagen die, haben sie auch wieder recht. Ich freue mich auch, dass der Vorsitzende der SPD hier ist. Ich muss ja noch mal was zur SPD sagen, später. Wird auch nicht so schlimm, ein bisschen. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Es gibt einen, der heißt Müller. Der ist der Entwicklungsminister und der sagt richtig kluge Sachen. Warum der in der CSU ist, ist mir allerdings völlig schleierhaft. Also zu dem würde ich gerne den Satz sagen, sie sind ja ganz in Ordnung, aber in der falschen Partei. Und zwar, weil er begriffen hat, wenn wir jetzt nicht dort für Entwicklung sorgen, fällt uns das alles auf die Füße. Es muss nicht das Geld der Entwicklungshilfe in erster Linie genutzt werden, um Aufträge an deutschen Firmen zu geben, sondern es muss genutzt werden, um Entwicklung zu ermöglichen. Deshalb würde ich es auch nicht den Regierungen geben. Ich weiß nicht, wohin das Geld dann versickert. Das muss vor Ort, dorthin, wo wirklich etwas gebaut wird, was dann auch zur Selbsthilfe wirklich hilft. Das muss organisiert werden, und zwar so schnell wie möglich. Nun haben wir eine Bundesregierung, die ist wahnsinnig stolz darauf, dass sie so gute Zahlen schreibt, Haushaltsüberschüsse hat, etc. Nun vergisst sie immer zu erwähnen, dass das nichts mit ihr zu tun hat. Das liegt daran, dass wir so niedrige Zinsen haben, dass sie auf die Schulden 122 Milliarden Euro weniger bezahlen mussten. Und das haben sie. Im Augenblick haben wir eine Situation, die wirklich selten ist durch die niedrigen Zinsen, dass wenn sich Schäuble 100 Euro bei einer Bank leiht, muss er nur 98 Euro zurückbezahlen. Das gibt es eigentlich nicht. Normalerweise musst du immer mehr bezahlen. Das heißt, Geld kostet zurzeit kein Geld und du könntest günstig in die Zukunft investieren. Und sie machen das Gegenteil. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Die haben zu der schwarzen Null ein sexuell-erotisches Verhältnis. Ja, ich könnte Ihnen das auch begründen. Ich kann noch so viel Logik und Vernunft bringen. Ich komme keinen Millimeter weiter bei Ihnen. Und wenn Sie schon mal ein sexuell erotisches Erlebnis in Ihrem Leben hatten, wissen Sie, dass man in der Situation nicht zugänglich ist für Vernunft. Man ist sehr sinnlich, aber vernünftige, logische Argumente erreichen eigentlich. Und deshalb behaupte ich, so ein Verhältnis haben Sie dazu. Und das müssen wir überwinden, dringend überwinden. Was fehlt uns? Uns fehlen Schulen, uns fehlen Schwimmbäder, uns fehlen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Polizistinnen und Polizisten. Das geht so nicht. Wir müssen hier in die Zukunft investieren. Und was mich am meisten stört bei unseren Kindern und Jugendlichen ist, dass wir keine Chancengleichheit in der Bildung haben. Wer Kinder so viel trennt, wie das in Deutschland geschieht, grenzt nur sozial aus. Es gibt keinen anderen Zweck. Es gibt keinen anderen Zweck. Wir haben nur in Berlin... Gibt es ja auch in Thüringen einige Gemeinschaftsschulen. Es gibt eine interessante Studie, da ist nämlich untersucht worden, wie sich die Kinder an Gemeinschaftsschulen entwickeln im Vergleich zu getrennten Schulen. Hamburg und Berlin hat man verglichen. Und da kam eine Sache heraus, die wussten alle,
dass die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule besser sind, als wenn die an so eine blöde Schule. Aber was mir keiner vorher geglaubt hat, kam auch heraus. Die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler sind auch besser. Sie sind an der Gemeinschaftsschule besser als am Gymnasium. Und zwar erstens, wenn du am Gymnasium schlecht bist, bist du an der Gemeinschaftsschule immer noch gut. Das heißt, du kriegst eine ganz andere Motivation. Und zweitens bist du nicht elitär isoliert, sondern lernst das Leben kennen, lernst auch dich auseinanderzusetzen. Du musst ja lebenstauglich werden, das gehört mit zum Lernen. Und das geht an einer Gemeinschaftsschule viel besser als an einer elitären Schule. Und deshalb bin ich dafür, die Gemeinschaftsschulen durchzusetzen. Und dass wir 16 verschiedene Schulsysteme haben, weil wir 16 Bundesländer sind, war ein großer Fortschritt in der Zeit der Postkutschen. Aber im 21. Jahrhundert ist das einfach absurder Blödsinn. Ich muss wirklich mal sagen, absurder Blödsinn. Ich werde Ihnen mal ein schönes Beispiel nennen. In Sachsen-Anhalt hat man 2 Jahre früher Physik als in Bayern. Stellen Sie sich vor, so eine bayerische Familie mit 2 Kindern zieht um nach Sachsen-Anhalt und das Kind kommt exakt in die Klasse. Es hatte selbst noch nie Physik und die anderen hatten schon 2 Jahre Physik. Das kriegst du auch in den großen Ferien nicht nachgeholt. Gar keine Chance. Was soll dieser Unsinn? Nun werden Sie sagen, wieso sollte eine bayerische Familie nach Sachsen-Anhalt ziehen? Da haben Sie auch wieder recht. Aber ich sage, es kann ja den zwangsversetzten Beamten geben. Da kann das ja passieren. Der hat ja dann gar keine Chance. Der kann ja auch Kinder haben. Also mit anderen Worten, wir brauchen hier eine Angleichung. Und es ist auch der helle Wahnsinn, jetzt sage ich was zur SPD, dass sie zugestimmt hat der Änderung des Grundgesetzes und ein Kooperationsverbot hineingeschrieben hat, sodass der Bund in Bildungsfragen, außer bei Hochschulbildung, aber bei Kitas, bei Schulen überhaupt nicht helfen darf, weder materiell noch anders helfen darf. Das ist absurder Unsinn. Und wenn ich die SPD frage, warum sie dem zugestimmt hat, sagt sie, es war ein Kompromiss. Und dann sage ich, gut, was habt ihr dafür gekriegt? Vergessen. Vergessen. Das konnte mir noch keiner sagen. Ich sage, was habt ihr denn? Muss ich jetzt nachdenken. Habe ich jetzt vergessen. Also das ist doch absurd. Solche Kompromisse darf man nicht machen. Man muss immer Kompromisse machen im Leben, das weiß ich. Und wenn man nicht kompromissfähig ist, ist man auch nicht demokratiefähig. Wenn man aber zu viel Kompromisse macht, dann gibt man seine Identität auf. Das ist genauso gefährlich. Und deshalb sage ich, das Kooperationsverbot ist furchtbar. Die Union weint mir immer die Backen voll, weil wir Deutschen aussterben. Das liegt daran, dass jedes Jahr mehr Deutsche sterben, als geboren werden. Dann sage ich ihnen immer, oh Gott, dann brauchen wir noch mehr Flüchtlinge. Das hört sie auch nicht gerne, aber dann sage ich mal, abgesehen, dann sagen sie, hey, wir brauchen Einwanderer. Das ist was anderes als Flüchtlinge. Ja, mit dem Begriff kommen sie dann. Aber abgesehen davon sage ich, wir sind nirgendwo in Deutschland eine kinderfreundliche Gesellschaft. Das ist das Problem. Nirgendwo. Weder in Berlin, noch in Hamburg, noch in München. Nirgendwo. Und das geht nicht. Und das Beste, was Frau Merkel in ihrer ganzen Amtszeit gemacht hat, war, es gab ja immer die Klagen gegen Kindertagesstätte, gegen Spielplätze von älteren Leuten, denen das so laut war. Denen habe ich immer gesagt, mein Gott, ihr braucht doch auch eine Zukunft. Also muss man auch Kinder haben. Und da hat sie in das Lärmschutzgesetz jetzt reingeschrieben, Kinderlärm ist kein Lärm. Das finde ich gut. Dadurch sind diese Klagen beseitigt. Aber abgesehen davon, ist das nächste Problem eben, dass wir kein flächendeckendes Netz an Kindertagesstätten haben. Und die Kindertagesstätten sind auch nicht gut genug. Wir brauchen sehr gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die auch endlich anständig bezahlt werden müssen. Und solange sie nicht anständig bezahlt werden, kriegen wir auch keine Männer hin. So einfach ist es. Der Begriff Frauenberuf heißt schlecht bezahlt. Das ist die Übersetzung. Und da gehen wir Männer nicht gerne hin. Das liegt daran, dass wir Männer von uns so eine leicht einseitige Sicht haben. Frauen messen ihre Bedeutung an ihrem Beruf, an ihren Kindern, an ihrer Familie, an ganz vielen Dingen. Wir, die Männer, messen unsere Bedeutung nur an unserem Beruf. Und wenn wir keinen haben, leiden wir darunter auch wie verrückt. Natürlich lieben wir auch unsere Kinder, das meine ich nicht, aber unsere Bedeutung. Und dann denken wir noch, wenn wir mehr verdienen, sind wir noch bedeutender. Das ist auch so ein Irrtum. Aber wie dem auch sei, ich kann Ihnen ein Beispiel aus der DDR nennen. Da waren am allerschlechtesten bezahlt die Putzfrauen, klassischer Frauenberuf. Und die gingen in Rente und es gab keine neuen, weil die jungen Frauen sagten, also für den Not du ganz bestimmt nicht. Und die öffentlichen Gebäude in Ostberlin verkamen. Was nun tun? Daraufhin wurde der VEB Putzteufel, ist alles kein Witz, gegründet. Und der bekam Westgeld und konnte die ganze moderne Technik in Westberlin einkaufen. Und dann haben sie die anständig bezahlt.
nur die Älteren verstehen, wenn ich jetzt sage, wie 1200 bis 1300 Mark der DDR, das war damals wirklich ein gutes Einkommen und ein seltenes Einkommen. Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Du wirst mir nicht glauben. Lindenstraße und so weiter. Ich habe nie wieder eine Frau gesehen. Nur die Kerle. Die Kerle mit den neuen modernen Geräten zogen durch die Fluren. Die einzige Frau war die Sekretärin, die war auch noch schlecht bezahlt. Und deshalb sage ich den Gewerkschaften, die Zeit ist vorbei. Wir brauchen endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit in Ost und West. Und außerdem brauchen wir gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Die OP-Schwester muss uns genauso viel wert sein wie der Stahlarbeiter. Es wird höchste Zeit. So, zurück. Wenn wir dann in Kindertagesstätten mehr Personal hätten, besser bezahlt hätten, müsste der Bund dafür sorgen, dass es gebührenfrei ist. Das können sich die Länder meistens nicht leisten. Aber das ist wichtig, und zwar unter Einschluss eines vollwertigen, gesunden Mittagessens. Und ich möchte auch an allen Schulen für alle Schülerinnen und Schüler ein gebührenfreies, vollwertiges, gesundes Mittagessen garantieren. In Berlin gibt es 4 Arten von Mittagessen für Schülerinnen und Schüler. Die einen leisten, können sich das leisten in der Schule. Die anderen werden zu Hause gekocht. Die Dritten gehen, haben gar kein Mittagessen, und die Vierten gehen in Suppenküche. Wenn du in deren Augen siehst, siehst du entweder Ehrgeiz oder du siehst schon Aggression. Ich investiere auf jeden Fall sehr viel lieber in Bildung als in Jugendgefängnisse. Und deshalb sage ich, das müssen wir ändern, und zwar so schnell wie möglich. Und auch eine Chancengleichheit herstellen. Also, wir müssen natürlich auch über die Hartz-IV-Strukturen nachdenken. Ich sage Ihnen, ich komme wieder zurück zu den Kindern. 15% unserer Kinder wachsen bei Hartz-IV-Eltern oder häufig auch nur bei einer Hartz-IV-Mutter auf. Das prägt. Das prägt auch die Kinder. Und ich sage Ihnen auch, Kunst und Kultur sind zu teuer. Ich habe, als ich das erste Mal in den Westen fuhr nach Paris, im Januar 88, habe ich mir natürlich alles imponiert. Ich hatte alle Schäden eines DDR-Bürgers, also ein Käseladen mit über 300 Sorten. Und dann hatten wir in Berlin in meiner Kaufhalle 4, sie in Sonnenberg 2. Ist auch klar, Berlin war ja immer privilegiert. Aber davon mal abgesehen, lasse ich mal alles weg. Das hat mir die Demonstration, hat mir alles imponiert. Und eine Sache hat mich erschreckt. Da hängt von Leonardo da Vinci die berühmte Mona Lisa mit ihrem wunderschönen Lächeln. Und ich wusste, sie ist beleidigt, wenn ich nicht vorbeigehe. Also habe ich mir gesagt, gehe ich vorbei. Und dann fuhr ich mit der Metro zum Louvre und bezahlte den Eintritt und war pleite. Und ich habe gewusst, beides hätte mich in der DDR fast nichts gekostet. Das ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung, ob du sagst, der Zugang zu Kunst und Kultur muss allen möglich sein. Auch das dritte Kind der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin muss die 9. von Beethoven original hören können und nicht nur zerquetscht auf dem Computer. Das müssen wir einfach durchsetzen. Hier müssen wir unsere Erfahrung auch nutzen, die wir einbringen in die Einheit. So, und dann sage ich der Union, die jungen Leute haben fast alle prekäre Beschäftigung, befristete Arbeitsverträge. Bis 25 sind es 50% und bis Mitte 30 sind es 30%. Das ist doch undenkbar. Und dann sage ich, stell mal vor, du bist 22, 23, 24 Jahre und du hast jetzt deinen 6. Vertrag, 6 Monate oder 8 Monate und dann kommt der nächste. Du weißt nicht, was aus dir wird. Wie willst du denn dann verantwortungsbewusst Kinder in die Welt setzen? So. Und deshalb sage ich, das müsst ihr alles ändern. Wenn ihr wollt, dass mehr Kinder geboren werden, dann sage ich Ihnen noch, dass sie es handwerklich nicht verlernt haben. Na, glauben die mir auch nicht sofort, aber dann doch. Und deshalb sage ich, die Zustände müssen sich verändern. Und dafür müssen wir engagiert und wieder engagierter streiten in Deutschland. Also, wenn wir im Augenblick Schulden machten, nicht überzogen, Schulden nie für laufende Ausgaben, das ist kreuzgefährlich, nur für Zukunftsinvestitionen, dann haben auch die Kinder was davon, dann haben auch die Jugendlichen etwas davon und dann haben wir, glaube ich, bessere Ausgangspositionen. Eine starke Linke ist ein Garant für Politikwechsel. Warum bin ich, egal ob es kommt oder nicht, für Rot-Rot-Grün, weil Rot-Rot alleine wird es ja nicht schaffen, auf Bundesebene. Ich kann Ihnen die Gründe sagen. Der erste Grund ist, wenn wir die Union nicht in Opposition schicken, wird die AfD immer stärker. Als Regierungspartei kann sie sich nicht so verantwortungslos verhalten, wie sie sich verhalten müsste, um die AfD überflüssig zu machen. In der Opposition hat sie aber Chancen, Teile der AfD-Wählerschaft zu integrieren, was für die AfD ein Problem wäre.
Der zweite Grund ist, dass endlich bestimmte soziale Probleme gelöst werden müssen. Und wenn die gelöst werden, gibt es nicht diese Protesthaltung, die die AfD nutzt. Und drittens möchte ich übrigens auch, dass die Medien mal sagen, was die AfD steuerpolitisch und sozial vorhat. Die werden immer nur nach Flüchtlingen gefragt. Ich würde die gerne mal nach anderen Themen befragen, damit alle wissen, was die überhaupt wollen. Und was müssen wir erreichen in einer solchen Regierung? Und ich habe es vorhin schon gesagt, man muss kompromissbereit sein, aber man darf nicht zu viel Kompromisse machen, weil man sonst seine Identität aufgibt. Ich möchte endlich eine Rentenangleichung Ost und West. Man muss für die gleiche Lebensleistung endlich die gleiche Rente bekommen. Es ist unerträglich, dass das im 26. Jahr der deutschen Einheit noch nicht passiert ist. Und dann möchte ich, dass wir überhaupt eine Rentenreform durchführen. Und nicht davon ausgehen, dass die Leute immer später in Rente gehen. Die sagen, ja, die werden ja mal älter, die müssen immer später in Rente gehen. Nun verwechseln die mal ihren Beruf mit anderen Berufen. Ich habe denen das ja einmal im Bundestag gesagt. Natürlich kann ich mit 90 Jahren noch im Bundestag herumdödeln, ohne dass es einer merkt. Aber ich kann mit 90 eben kein Dach mehr decken und keine Operation mehr durchführen. Das muss ihm doch mal einer sagen. Wissen Sie, wenn ich nicht da wäre, wüssten die das gar nicht. Ja? Also, davon abgesehen. Was gibt es für eine Reform? Ganz einfach, wir müssen der jungen Generation sagen, bei euch machen wir das anders, alle mit Erwerbseinkommen, auch Beamtinnen und Beamte, auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, alle mit Erwerbseinkommen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle. Wenn wir dann noch der jungen Generation sagen, das nächste ist, wir schaffen bei euch auch die Beitragsbemessungsgrenzen ab. Wenn eben einer eine Million hat, muss er seinen Beitrag von einer Million bezahlen. Und wenn er 10.000 hat, von 10.000 und nicht wie heute so bloß bis 6.000, 7.000. Das geht nicht. Ganz wichtig. Und dann müssen wir als drittes sagen, für die Spitzenverdiener flachen wir den Rentenanstieg ab. Wenn wir diese Schritte gingen, brauchten wir das Wort Altersarmut nicht mehr. Dann können wir wieder das Rentenniveau erhöhen auf die berühmten 53%, statt jetzt geht es ja in Richtung 42. Und wissen Sie, was das Problem ist? Eine gesetzliche Rente muss so hoch sein, dass man den Lebensstandard, den man sich im Erwerbsleben aufgebaut hat, aufrechterhalten kann. Und das geht jetzt gerade noch, aber es wird immer schwerer, es wird immer schwerer. Und dabei denke ich gerade an die jetzt 50, 40, 30-Jährigen, für die wird es nämlich besonders arg mit der Rente. Ja, sowas muss dann aber wirklich auch mal passieren. Und wir brauchen endlich eine gesetzliche Krankenversicherung. Also erstens frage ich mich, wozu brauchen wir überhaupt 200 gesetzliche Krankenversicherungen? Also würden es nicht auch 2, 3 tun, sage ich mal. Und dann, alle müssen gesetzlich krankenversichert sein. Wieso die Spaltung in privat versichert und in gesetzlich versichert? Und du wirst ja dann auch unterschiedlich behandelt. Und zwar ist mir Folgendes daran wichtig. Der Maßstab muss sein, die Art der Erkrankung und nicht die Art der Versicherung für die Behandlung und für die Medikamente, die du bekommst. Und dann würde ich aber trotzdem private Versicherungen zulassen, damit Sie mich nicht falsch verstehen, aber zum Beispiel in der Frage, ob ich ein Einbettzimmer habe oder nicht. Aber das hat nichts mit den Medikamenten zu tun und nicht mit dem Arzt, der zuständig ist. Der Chefarzt hat übrigens für die komplizierten Fälle zuständig zu sein. Das darf auch nicht nach Art der Versicherung gehen, würde ich sagen. Aber warum ein Einbettzimmer? Weil wenn ich mit zwei von Ihnen im Krankenhaus krank im Bett liege, muss ich den ganzen Tag über Politik reden. Das halte ich nicht aus. Bitte um Ihr Verständnis. Oder stellen Sie sich mal vor, ich wäre am selben Tage krank wie Kauder. Kann doch passieren. Zufällig kommen wir ins selbe Krankenhaus. Und der Chefarzt, etwas gemein veranlagt, schiebt uns in ein Zimmer. Dann habe ich permanent ein schlechtes Gewissen, weil Kauder an meiner Seite nicht gesund werden kann. Das geht auch nicht. Also ich meine, es gibt schon bestimmte Gründe, will ich sagen, aber wir könnten dann, wenn wir daraus eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung machten, sogar, und alle einzahlen müssten, die Beiträge senken. Im Augenblick ist es ja so, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen 7,3% plus nochmal 1,2% und die Arbeitgeber 7,3%. Jetzt komme ich nochmal zur SPD. Und dann ist jetzt geregelt, dass alle Zusatzkosten nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bezahlt wird. Denn für Arbeitgeber ist es festgeschrieben, im Gesetz. Und als dieses Gesetz beschlossen wurde mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD, haben wir der SPD gesagt, ihr könnt das nicht machen. Aber sie waren ja wieder schlauer. Und jetzt kritisieren sie es. Aber es ist noch gar nicht lange her, dass sie es beschlossen haben. Es war in dieser Koalition. Unmöglich, kann ich nur sagen. Also
wenn wir das alles durchsetzen, müssten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns nur noch 5,5% Beitrag bezahlen, wenn alle einzahlen müssten. Das wäre doch mal wirklich ein Entgegenkommen sowohl für die Wirtschaft als auch für die Betroffenen. Wir brauchen eine Energiewende, das wissen Sie. In Mecklenburg-Vorpommern konnte ich immer sagen, Sie müssen den Strom nach Bayern liefern. Das wäre doch mal ein bisschen Zukunft. Wenn wir das noch aus Thüringen schafften, also Bayern etwas abhängig von uns zu machen, statt umgekehrt, scheint mir lohnend zu sein, aus verschiedenen Gründen. Und dann müssen wir noch etwas machen, unbedingt, falls solche Regierung zustande käme. Eigentlich müsste man Rüstungsexporte verbieten. Deutschland hätte nach dem Zweiten Weltkrieg sagen müssen, wir wollen nie wieder einen Krieg verdienen. Aber wenigstens, Kompromiss, müssten wir doch erreichen, dass Waffen nicht mehr in Krisengebiete und nicht an Diktatoren verkauft werden. Wieso sind wir der Hauptlieferant an Saudi-Arabien? Das will in meinen Kopf nicht rein. Das will in meinen Kopf nicht rein. Wenn wir dann noch einen Ausgleich zu Russland finden und Rüstungskontrollen vereinbarten statt Säbelrasseln etc., das wäre wichtig. Und dann gibt es noch eine Aufgabe. Wir müssen die prekäre Beschäftigung überwinden. Der größte Niedriglohnsektor Europas existiert in Deutschland, nicht in Griechenland. Unser Anteil ist größer, ist kaum vorstellbar. Die Leiharbeit hat zugenommen, wir sind jetzt bei 1 Million. Die befristeten Verträge, ich habe schon darüber gesprochen, haben zugenommen. Das ist alles unerträglich, das geht nicht. Die ganze gute Arbeitslosenstatistik liegt doch nur daran, dass man so viel prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen hat. Denn wir haben jetzt weniger Vollzeitbeschäftigte als vor 10 Jahren. 1 Million weniger. Aber man hat so viele prekäre Arbeitsverhältnisse geschafft, dass die Statistik gut aussieht. Denn wenn du so einen 400-Euro-Job hast, gilt es ja nicht mehr als arbeitslos und so weiter, wirst du statistisch anders erfasst. Und da hat ja nun wieder Churchill recht, man soll nur der Statistik trauen, die man selbst gefälscht hat. Und ja, für solche Sprüche war der Herr immer gut. Und deshalb sage ich, ja, wir brauchen auch hier einen neuen Ansatz, damit sich nicht so viele Menschen abgehängt fühlen. Und wenn sie sich nämlich abgehängt fühlen, wählen sie auch AfD. Wenn man das also nicht will, muss man, wie ich finde, einen anderen Weg gehen. Und dafür braucht man Mut in der SPD, bei den Grünen und bei uns. In allen drei Parteien gibt es natürlich welche, die es wollen. Aber es geht doch nicht darum, dass wir ein Reinheitsgebot erfüllen. Wenn man in die Politik geht, muss man sich auch komplizierten Aufgaben stellen. Und wir müssen auch Nein sagen, wenn all das, was ich jetzt gesagt habe, nicht durchsetzbar ist. Die Kraft muss man haben, zu sagen, nee, also wenn dasselbe Deutschland danach existiert wie vorher, machen wir es nicht. Aber wenn wir ein anderes Deutschland bekommen, ein wirklich sozialeres, ein wirklich demokratischeres und ein ökologisch nachhaltigeres mit einer anderen Gleichstellung der Geschlechter, das wäre lohnend. Deshalb zum Schluss noch was zur Demokratie. Ich bin ja dafür, dass wir die Wahlen zur Volkskammer wollte ich schon sagen. Ich habe ein Grundrecht auf Senilität, ich darf das ja sagen. Aber in Wirklichkeit würde ich natürlich sagen, zum Bundestag verändern. Und zwar der Gestalt, dass ich Ihnen erstens eine weitere Stimme geben will. Sehen Sie mal, heute wählen Sie bei der Bundestagswahl mit einer Stimme die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten. Dann mit der zweiten Stimme kreuzen Sie eine Liste an. Sie können beides bei den Linken machen, oder Sie können auch sagen, ich mache es nur bei den Linken, eine andere Person gefällt mir besser, können Sie theoretisch variieren. In Berlin sind die Unterschiede ganz schön groß. Also ich kriege viel mehr Erststimmen, als wir Zweitstimmen bekommen, oder ja, bekamen. Viel mehr Erststimmen, als wir Zweitstimmen bekommen haben. Aber das hat dann was mit der Person zu tun oder so, dass sich Leute wählen, die eigentlich eine andere Partei wählen. Okay, aber jetzt kommt meine Schwierigkeit. Auf die Liste haben Sie nicht den geringsten Einfluss. Jede Partei entscheidet ganz alleine, wer da draufsteht und auf welchem Platz. Und nach dem Platz richten sich dann deine Chancen einzuziehen. Und da gibt es auch bei uns Kummelrunden, die ich alle nicht leiden kann. Und alle Vertreterinnen und Vertreter der Kummelrunden wollen daran nichts ändern. Aber ich will es ändern. Ich will, dass sie nochmal 3 Stimmen kriegen. Und wenn sie eine Liste angekreuzt haben, dann sollen sie auf dieser Liste nochmal 3 Leute ankreuzen. Und da gefällt Ihnen der von Platz 28 viel besser als der von Platz 1 und den kreuzen Sie an. Und das wird nachher alles erzählt und dann kann man die ganze Reihenfolge der Partei durcheinander bringen. Und was ist der Vorteil? Die Abgeordneten müssen ihrer Partei so nahe bleiben, dass sie auf die Liste kommen.
und müssen ihnen so nahe sein, dass sie sie auch ankreuzen. Das ist eine doppelte Unterstellung. Und es wird höchstens Zeit, dass die Abgeordneten doppelt unterstellt werden. Und dann möchte ich die Bundestagswahl damit verbinden, dass die Parteien, die da drin sitzen, eine Frage an die Bevölkerung stellen dürfen, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, mit zwei Einschränkungen. In einem Kurzverfahren muss das Bundesverfassungsgericht bestätigen, dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Das ist wichtig, damit ist die Frage nach der Todesstrafe ausgeschlossen, weil die Antwort Ja immer grundgesetzwidrig wäre. Und dann, wegen der Linken, musste noch eine Beschränkung beschließen, in welchem Umfang der Haushalt dadurch beeinträchtigt werden kann. Wie ich uns kenne, stellen wir auch eine Frage, die kostet 3 Bundeshaushalte, das geht natürlich nicht. Ergo müsstest du sagen, also ein Prozentsatz so und so vom Bundeshaushalt darf ganz kosten, mehr nicht. Das wäre wichtig. Aber das Parlament ist auch wichtig, auch für den Minderheitenschutz. Minderheitenschutz möchte ich nicht durch Volksentscheide geregelt sehen. Da brauche ich das Parlament und übrigens auch das Bundesverfassungsgericht. Dafür ist es wichtig. Kurzum, wir müssen die Gesellschaft sozialer und demokratischer machen. Wir müssen wieder mehr Leidenschaft entwickeln. Und ich möchte, dass wir wieder stärker vor Ort sind, mit den Leuten intensiver reden. Die AfD, der müssen wir das sagen. Ich rede mit ihnen, das ist nicht mein Problem, aber wir müssen ihnen das sagen, was wir unbedingt hören müssen. Und wir müssen die Leute gewinnen, die sich so abgehängt fühlen. Eigentlich sind wir für sie zuständig, denn wir sind die Partei, die am ehesten für soziale Gerechtigkeit eintritt. Viel mehr als die AfD und andere. Und das müssen wir wieder verbreiten, das müssen die Leute wissen und dann bekommen wir auch Chancen. Aber eins sage ich Ihnen auch. Sehen Sie mal, wenn ich Ihnen 1990 gesagt hätte, dass ich bis letztes Jahr dann Oppositionsführer im Deutschen Bundestag werde, ne? Dass wir einen Ministerpräsidenten in Thüringen stellen, wenn ich Ihnen das alles 1990 gesagt habe, hätten Sie mir alle empfohlen, soweit Sie schon auf der Welt waren, Sie natürlich nicht, aber die anderen, hätten mir alle empfohlen, mich doch unverzüglich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Und ich hätte mich auch in Behandlung begeben. Aber passiert ist es trotzdem. Dankeschön.